Einer der ersten steirischen Bio-Weinbaubetriebe war der Thünauer Hof, mittlerweile von Sohn Georg übernommen. 1,5 Hektar groß ist der Weingarten in St. Johann im Sagautal und Vater Johann ist immer noch gerne mit seinem Erfahrungsschatz helfend am Weinberg unterwegs. Mein Papa ist sicher der beste Lehrer in der Richtung, den ich gehabt habe. Das, was er mir weitergegeben hat, versuche ich an meine Kinder weiterzugeben irgendwann. Und ich hoffe, dass wir in der Form noch sehr lange da weiter wirtschaften können. 65% Hangneigung dieser Kulturfläche sind jedenfalls eine große Herausforderung bei der Bearbeitung. Ein Balkenmäher erleichtert zwar die Mäharbeit zwischen den Rebzeilen, aber die Sense, die kommt nach wie vor häufig zum Einsatz. Tierische Schädlinge im Weingarten sind für den Bio-Weinbauern kein Thema, denn der Weinberg ist dauerbegrünt und stellt ein natürliches Gleichgewicht zwischen Nützlingen und Schädlingen her. Gemäht wird daher alternierend. Auch Obstsorten wie Äpfel, Birnen, Kirschen, Riebissel und viele mehr findet man hier im Bio-Weingarten. Georg setzt in seinem Weingarten auf pilzwiderstandsfähige Rebsorten, sogenannte Piwi-Reben. Und gerade im Bio-Weinbau kommt diesen Piwi-Reben große Bedeutung zu, denn Bio-Weinbauern stehen bei der Bekämpfung dieser Erkrankungen nur leichte Kupfer- und Schwefelgaben zur Verfügung. Und das wird auch von der Austrio-Bio-Garantie kontrolliert. Das tägliche Beobachten der Weinstöcke hat oberste Priorität. Und der Erfolg bleibt nicht aus. Die 6 fruchtigen Bio-Weine wurden 2016 mit dem internationalen Bio-Weinpreis ausgezeichnet. Es gab 3-mal Gold und 3-mal Silber. Und der rote Thünauer ist als bester Bio-Rotwein Österreichs ausgezeichnet worden. Georg und Anna sind überzeugt, dass biologische Landwirtschaft Standard werden wird. Und auch renommierte herkömmliche Weinbaubetriebe holen sich bereits Tipps vom Bio-Weinbauern. Bio bedeutet für mich ganz stark Qualität, Bio bedeutet Regionalität. Bio ist für mich das große Ganze, was wir bei unserem Betrieb haben. Und Bio muss über Generationen gehen.